Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu unseren Fitnessklassikern heute mit Yoga Basic. Du machst einfach so mit, wie du dich wohlfühlst, wie es dir gut tut. Nutz die Stunde wirklich nur für dich. Versuch deinen Atem fließen zu lassen, das ist wichtig. Und du brauchst nur eine Matte und so ein bisschen Platz außenrum. Ansonsten vielleicht ein Kissen. Wenn du zum Draufsitzen ein Kissen möchtest, dann hol dir einfach kurz eins, drück auf Pause und hol dir ein Kissen. Setz dich darauf oder eben auf den Boden und deine Beine in den Schneidersitz oder in einen geöffneten Schneidersitz, sodass die Füße am Boden sind und du dich auf alle Fälle erstmal aufrichten kannst. Das ist wichtig, das Brustbein heben, die Schultern völlig entspannt nach hinten unten fallen lassen. Einfach mal kreisen, ganz locker. Ein bisschen den Oberkörper locker lassen und dann wieder die Schultern fallen lassen. Atme ein, nimm beide Arme nach oben, fass deine Hände, Handflächen schieben in Richtung Decke, Schultern tief und jetzt atme aus, neig dich auf die rechte Seite ein und auf die linke Seite. Versuch den Oberkörper von rechts nach links pendeln zu lassen. Spür die Dehnung in deiner Körperhälfte. Auf der Seite. Und lass dann wieder los. Nimm jetzt deinen linken Arm auf den Boden, zieh deine rechte Hand ganz weit nach links, atme ein und wechsel zur anderen Seite. Ein und aus. Spür auch hier wieder die Dehnung, auch vielleicht in den Zwischenrippen. Da verkleben wir gerne, wenn wir viel sitzen. Mach das wirklich in deinem Tempo. Und komm dann wieder zurück zur Mitte, richte dich auf, fass deine Hände hinten auf den Boden, versuche jetzt wirklich deinen Rücken so richtig zu strecken, groß zu werden und dann nimmst du deine Hände nach vorne und versuchst jetzt deinen Oberkörper einmal nach vorne hängen zu lassen und zwar völlig entspannt. Es ist auch gar nicht wichtig, wie weit du nach vorne kommst. Versuch möglichst locker zu lassen. Mit jedem Ausatmen so ein Stück tiefer sinken. Spür die Dehnung im Gesäß, die Dehnung im Rücken und lass den Atem vielleicht genau dahin ausweichen, wo du spürst, dass es zieht. Atme aus, richte dich wieder auf. Dreh dich jetzt auf eine Seite, einfach mal nach links und versuch dich jetzt hier über die Seite hängen zu lassen. Auch da wieder mit jedem Ausatmen tiefer sinken, lockerer lassen. Atme aus, komm wieder zur Mitte, richte dich auf, dreh dich zur anderen Seite, tauche auch hier nochmal tief, lass dich fallen, lass dich nach unten sinken, versuch den Rücken zu entspannen. Dann atme aus, drück dich langsam wieder nach oben, komm wieder zur Mitte, lass die Schulter nochmal kreisen, wechsel dann gleich mal dein Bein, nimm dein anderes Bein nach vorne. So, jetzt wird es komisch. Das ist ein ganz komisches Gefühl, finde ich dann, das andere Bein vorne zu haben. Nimm deine Arme nochmal nach oben, fass die Hände, Handflächen zur Decke und zieh dich jetzt noch einmal nach rechts und links. Ausatmen.
Löst dann deine Arme, rechten Arm nach oben, linker sinkt tief. Wechsel gleich andere Seite. Ganz weich, dich abfedern. Und komm dann wieder zur Mitte zurück. Stütz dich einmal hinten auf, richte dich auf. Nimm die Arme nach vorne und lass dich nach vorne sinken. Auch hier wieder so weit, wie es für dich angenehm ist. Mit jedem Ausatmen tiefer sinken. Die Dehnung im Gesäß spüren. Im Rücken. Ausatmend wieder nach oben. Sehr schön. Gerader Rücken, dreh dich zur einen Seite. Komm hier nochmal tief. Ein paar Atemzüge immer auf der Seite bleiben. Ausatmen, dich nach oben drücken und zur anderen Seite ausatmen, tief sinken. Und ausatmen, langsam wieder dich aufrichten, Brustbein heben, lass deine Schultern nochmal locker und lass den Kopf ganz entspannt von der einen Schulter über vorne kreisen zur anderen Seite und wieder zurück. Ganz schwer nach unten fallen lassen. Richte dich dann wieder nach oben auf, lass deine Schultern locker, atme ein, streck dich und dreh dich jetzt mit dem Ausatmen auf eine Seite. Versuch ruhig mit der Hand ganz leicht am Knie zu drücken, so weit wie du kannst, in die Rotation kommen, immer noch dich groß werden lassen. Ausatmen zur Mitte, ein und zur anderen Seite aus. Ausatmen, wieder langsam zur Mitte zurück. Löse auf, wenn du möchtest, kannst du auch den Oberkörper nochmal kreisen. In beide Richtungen natürlich locker lassen. Und dann stützt du dich nach vorne auf, wenn du möchtest. Öffne deine Füße nach hinten. Genau. Komm ein zweiter in den Vierfüßlerstand. Und jetzt ist wichtig, deine Hände sind unter den Schultern und deine Finger gespreizt. Deine Arme beugen, schiebst du nach vorne. Und jetzt versuch deine Knie zuerst mal unter deinen Hüftgelenken zu positionieren. Atme aus, mach deinen Rücken ganz rund, nimm den Kopf in Richtung Bauchnabel und mit dem Einatmen kommst du wieder
in die Kuhkatze, heißt die Übung. Das ist die Katze und das ist die Kuh. Beweg deine Wirbelsäule, mobilisiere deine Wirbelsäule. Und dann bist du, wenn du noch einmal oben bist, wieder in deiner neutralen Position. Das heißt, du holst dich hier aus den Schultern raus, legst deine Fußriste auf den Boden und versuche jetzt, deine Knie mal abzuheben vom Boden. Ausatmen, einatmen, senken. Ganz schön anstrengend, oder? Das ist die Körpermitte. Ausatmen, aktiv, einatmen, absetzen. Nochmal. Diese Körpermitte, die hätte ich jetzt gern aktiv. Noch einmal. Setz dann deine Knie ab. Nimm die Hände ein Stück nach vorne und schieb dein Steißbein nach hinten, sodass du dein Brustbein in Richtung Boden sinken lassen kannst. Mit jedem Ausatmen sinkt dein Brustbein weiter in Richtung Boden. Mach deinen Rücken ganz lang, streck deine Hände so richtig nach vorne. Und dann schiebst du dich nach vorne, nimmst deine Ellbogen auf den Boden und jetzt lässt du dich hier einmal in die Bauchlage nach unten sinken. Ellbogen unter die Schultern, aktive Mitte bleibt, einatmend hebst dein Brustbein nach oben, dehn deine Vorderseite auf, aber versuch trotzdem in deiner Mitte noch stabil zu bleiben. Senke dann noch einmal wieder tief, stell die Fußspitzen auf, hol deine Hände näher an deinen Körper und jetzt drück dich hoch und versuch, deine Knie abzuheben. Einfache Version wäre jetzt Brustbein Richtung Oberschenkel sinken lassen oder deine Beine weiter strecken. Aber jetzt versuchen wir immer ganz, ganz leicht uns zu bewegen, also deinen ganzen Oberkörper mit in die Bewegung mit einbeziehen, deine Beine, das umgekehrte Dreieck, ganze Rückseite aufdehnen. Und da kannst du auch mal deine Hüfte ein bisschen rechts, links schieben. Einfach mal rumprobieren, wo du dich gern hindehnen möchtest. Dann schieb beide Fersen so tief wie möglich. Heb deine Fersen ab und nimm dein rechtes Bein nach vorne zwischen deine Hände. Du kannst auch gern helfen mit der Hand. Und deine Hände innen neben den rechten Fuß. Jetzt schieb dein hinteres Knie weg. Du kannst auch, wenn du möchtest, dein Knie aufs Kissen legen. Oder du bleibst hier. Und da darfst du jetzt so ein bisschen vor zurück wippen oder auch mal leicht kreisende Bewegung machen. Spür die Dehnung. Hüftbeuge, Vorderseite. Zieh dich aus den Schultern raus. Und dann legst du dein Knie hinten ab. Ganz ablegen und versuchst, deinen Arm rechts nach oben zur Decke zu schieben. Mach dich ganz lang. Hab das Gefühl, du drückst mit der linken Hand in den Boden und die rechte zieht noch weiter in Richtung Decke. Spirallinie, diese schrägen Bauchmuskeln, Oberschenkeldehnung. Ausatmen, wieder zurückkommen.
Hand nach vorne setzen. Komm noch einmal zurück mit dem rechten Bein. Schieb dich nochmal hier mit dem Steißbein Richtung Decke. Trete ruhig. Schieb dann die Fersen tief. Heb dann deine Fersen ab. Nimm dein linkes Bein. Zieh es nach vorne durch oder mit den Händen. Die Hände daneben. Entweder setzt du dein Knie ab oder du bleibst hier in der Luft und wackelst ein Stück vor, zurück, nach rechts, nach links. Dehnung angenehm spüren da vorne im Hüftbeuger und immer den Atem fließen lassen. Wenn du Pausen machen möchtest, mach gerne Pausen. Wenn du möchtest, setz dann dein Knie ab, drück dich mit der rechten Hand in den Boden weg und heb deine linke Hand Richtung Decke. Komm dann ausatmend wieder zurück. Nimm noch einmal dein Bein nach hinten, schieb dich hoch, trete. Und während du so trittst, träkelst, marschierst du nach vorne, bis du bei deinen Händen angekommen bist. Egal wie weit, setz dich hin, muss nicht sein, du kannst auch irgendwie jetzt zum Sitzen kommen. Lass dich eher eingestützt an deinen Unterschenkeln, richte dein Brustbein auf. Erste Variation wäre wirklich hier zu bleiben. Wenn du kannst, fasst du die Oberschenkel, versuchst in die Schwebe zu kommen. Vielleicht möchtest du deine Arme auch lösen. Atem fließt, also mehrere richtige Positionen. Es gibt nicht falsch. Spür deine Bauchmuskulatur. Halte dich hier. Atmen und sehr schön absetzen, kurz nach vorne hängen und entspannen. Und dann rollst du dich ganz langsam nach unten ab, Oberschenkel fassen, komm in die Rückenlage. Zieh deine Beine nochmal nacheinander ran zu dir. Lass so ein bisschen locker. Nimm die Hände hinter den Kopf. Und jetzt drück ganz leicht mit dem Hinterkopf in deine Hände und atme aus und heb deinen Kopf. Leichter Druck, einfache Version. Füße aufstellen und jetzt ausatmend rechtes Knie heben, Brustbein Richtung rechtes Knie, ausatmen links. Wenn du es erschweren möchtest, lässt du die Beine oben, atmest aus und drehst dich mit dem Brustbein in Richtung Knie. Gerne die einfache Version. Noch vier Stück, noch drei, noch zwei und löse. Einmal die Arme zur Seite legen, sehr schön. Kurz in den Bauch atmen, dann lässt du beide Füße ganz zusammen und die Knie kippen auf eine Seite, der Kopf dreht zur Gegenseite. Nimm ein Knie zur Mitte und das zweite Knie zur Mitte und dreh dich zur anderen Seite. Kopf zur Gegenseite, spür die Dehnung der schrägen Bauchmuskulatur.
Jedes Ausatmen lässt dich wieder mehr entspannen. Kommst ausatmen zurück, streck deine Beine aus, nimm deine Arme einfach neben deinen Körper, so wie es für dich angenehm ist. Und wenn du möchtest, kannst du die Füße auch stehen lassen, aber schließ ruhig deine Augen und versuch dich jetzt einen Moment so richtig zu entspannen. Versuch mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer zu sinken, lockerer zu lassen. Hab das Gefühl, du tauchst in den Boden ein. Lass die Gedanken kommen, lass sie auch wieder gehen. Versuch so richtig schwer zu werden. Jedes Ausatmen lässt dich tiefer sinken. Lass die Gedanken kommen und lass sie auch wieder gehen. Ganz egal, was um dich herum passiert. Wenn du liegen bleiben möchtest, kannst du gerne auf Pause drücken. Und dann bleibst du einfach noch so ein bisschen liegen. Oder du beginnst ganz langsam, dich zu bewegen. Füße und Hände. Streck dich auch gerne. Das ganz locker. Stell die Füße nacheinander nochmal auf. Lass deine Knie nach rechts und links außen kippen. Entspann dein Unterleib. Lass dein ein Knie zum anderen und nochmal nacheinander zur Mitte und das Ganze zur anderen Seite, zur Mitte, bis du irgendwann dann auf einer Seite liegen bleibst, dich rüberdrehst und ganz langsam zum Sitzen dich aufrichtest. Bleib nochmal aufrecht sitzen. So wie es für dich angenehm ist, du kannst die Beine auch nach vorne strecken, ganz egal wie, das nochmal locker, fühlst du dich gut hoffentlich. Atme ein, streck dich lang, räkel dich hier nochmal rechts und links in Richtung Decke. Löse deine Arme, zieh deine Schulter nach oben, atme ein und versuch sie ganz bewusst nach unten zu ziehen. Einatmen, ganz bewusst. Noch einmal. Lass deine Schultern ganz tief sinken. Atme ein, schließ deine Hände. Atme aus. Nochmal ein. Öffnen, aus. Einatmen, schließen, deinem Tempo noch einmal, öffnen, Hände schließen, halten und vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut.
gerne unten kommentieren, wie es dir jetzt so geht, wie du dich fühlst in deinem Körper. Wenn es dir gefallen, dann natürlich auch Gefällt mir drücken, freue ich mich. Wenn du möchtest, kannst du das Video auch gern teilen, dann einfach auf meine Playlist auch mal gehen. Da findest du noch viele andere Yoga-Videos. Da gibt es auch eine Playlist Yoga, auch Pilates, da gibt es eine Playlist Wirbelsäule. Da gibt es eine Playlist für diese Workouts, wie ich dir vorher jetzt gesagt habe, diese Fitness-Workouts. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Ich freue mich riesig mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich zum Beispiel. Kannst du hier unten den Link finden. Das ist deine Unterstützung unter dem Video oder auf meiner Homepage. Die ist gabi-fastner.de. Da findest du auch gleich auf der ersten Seite den Link. Da findest du auch die Trainingscharts, die dich vielleicht auch interessieren. Die kannst du dir ausdrucken oder aufhängen, wo auch immer. Diese Übungsblätter mit verschiedenen Themen auch. Oder natürlich ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Workout. Bis dann!